Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ja, bald ist Muttertag. Und ich habe für euch ein ganz schnelles und ganz einfaches Rezept. Ja, der Muttertag ist ja ein Tag zu Ehren der Mutter. Nicht immer ist damit die Frau gemeint, die dich geboren hat. Mutter ist für mich die Frau, die dich behütet und umsorgt, dich liebt, dich tröstet und dir hilft und so weiter und so weiter. Ich könnte hier aufzählen ohne Ende. Ja, und dafür kann man durchaus dankbar sein. Aber dennoch muss man nicht diesen Kommerz dermaßen unterstützen. Also, die Begründerin des heutigen Muttertags ist die Methodistin Anne-Marie Jarvis. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Jedenfalls ist sie aus den USA. Ja, sie hat am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, einen sogenannten Memorial Mother's Day Meeting veranstaltet. Und im folgenden Jahr wurde wiederum am 2. Mai-Sonntag auf ihr Drängen hin eine Andacht allen Müttern gewidmet. Sie ließ zum Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer Mutter 500 weiße Nelken vor der Kirche an andere Mütter austeilen. Aha, deshalb bekommt man also manchmal eine Blume geschenkt, wenn man an diesem Samstag vor Muttertag einkaufen geht oder auch Sonntag bei einem Spaziergang. Also mir ist das schon passiert. Ich glaube, das war in Marburg. Naja, jedenfalls hat diese Amerikanerin dafür gesorgt, dass der Muttertag ein nationaler Feiertag ist. Das erste Mal war er das 1914. Aber die Kommerzialisierung gefiel ihr überhaupt nicht. Sie bereute, den Muttertag ins Leben gerufen zu haben und kämpfte erfolglos für die Abschaffung des Feiertags. Ja, das glaube ich, dass der nicht abgeschafft wird, weil es ist ja wirklich der reinste Kommerz geworden. Also ich möchte nicht wissen, wie hoch der Umsatz an Geschenken zum Muttertag ist. Ich halte nichts von diesem Kommerz. Ja, trotzdem finde ich, kann man der Mutter danken. Aber ich meine, man muss das nicht so übertreiben. Und an all die, die ihre Mutter das ganze Jahr nicht bedenken und dann an diesem Tag mit dem Blumenstrauß kommen, also das finde ich traurig. So, wie gesagt, ich halte nichts von diesem Kommerz. Aber trotzdem habe ich jetzt ein ganz einfaches Muttertagstörtchen-Rezept. Ohne Backen. Ja, und das kann man auch selber essen, ne? Muss man ja nicht verschenken. Und das können auch mit Sicherheit die Herren der Schöpfung mit ihren Kindern machen für die Mama. Das wäre doch mal was. So, hier sind sie also. Guckt mal, was man da alles braucht. Und zwar habe ich ja hier diese kleinen Törtchen. Also ich habe die genommen. Man kann auch was anderes nehmen. Kommen wir gleich zu. 500 Gramm Magerquark. Die Sahne habe ich hier nicht. Ich habe keine mehr. Also 200 Gramm Schlagsahne, so ein Becher oder ein Päckchen. Dann da so ein Beutel Paradiescreme, Vanille, zweimal Vanillezucker, das ist Vanillinzucker. Es gibt auch echten Vanillezucker, ne? Also zweimal Vanillinzucker. So, und dann ein so ein Glas Erdbeersoße. So, und das ist ein Gefrierbeutel. Ja, den habe ich benutzt, um das hier zu machen. Ich habe nicht so einen Spritzbeutel, damit sieht es natürlich schöner aus. Und eins, hier habe ich einfach mit dem Löffel so bestrichen und dann fiel mir ein, ich könnte das mal ausprobieren mit diesem Gefrierbeutel. Halt da unten so eine Ecke reingeschnitten. Den habe ich jetzt weggeworfen, ne? Das Zeug da reingefüllt, diese Creme. Ja, und dann drauf damit. So, und natürlich könnte man die noch super gut verzieren mit Schokostreuseln. Da sieht man so ein bisschen die Soße. Also Schokostreusel drauf wäre doch toll. Hatte ich aber nicht. Das hier sind so weiße Schokoladenbrocken. Aber ich finde, dunkles wäre besser gewesen. Hier ist auch noch ein bisschen drauf. Ja, das ist das, was von der Creme übrig ist.
Das kann man als Nachtisch nehmen. Und in diesem Päckchen da sind 8 Stück drin. Und das hat also dicke gereicht. Kommt ja auch immer drauf an, wie voll man das macht. Ein bisschen zwischendurch von der Creme habe ich auch genascht. Ich wollte ja wissen, ob die überhaupt schmeckt. So, und dann sind noch hier so 2 Schüsselchen übrig. Als Nachtisch. So, hier ist das Rezept. Na, so, also, ich nenne sie Quark-Creme-Törtchen. Also, wie gesagt, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Schlagsahne, ein Beutel Paradiescreme-Vanille, zweimal Vanillenzucker. Und das alles zusammen in eine Schüssel mit einem Handrührgerät mischen. Und wenn das alles vermischt ist, anschließend habe ich dieses ganze Glas Erdbeersoße da reingeschüttet und mit dem Löffel untergerührt oder untergemischt. Weil ich glaube, das mal nochmal mit dem Mixer, vielleicht wird die Sahne dann hart oder so. Das habe ich mich nicht getraut. Also ich würde es so machen. So, und dann, habe ich ja schon gesagt, habe ich das entweder mit dem Löffel da drauf gegeben oder eben mit dieser, ja, mit diesem Gefrierbeutel, wo ich eine kleine Ecke rausgeschnitten habe an der Spitze, damit ich sowas wie einen Spritzbeutel hatte. Aber ich denke mal, andere Leute haben Spritzbeutel. Ich habe sowas nicht. So, und das kann man, wie gesagt, für kleine Törtchen nehmen. Oder natürlich auch für einen Kuchen. Und den müsst ihr ja auch nicht backen. Ihr könnt euch so einen Tortenboden, nennt man die, glaube ich, kaufen. Ich meine jetzt nicht die Wiener Boden, so einen Tortenboden, so, der so einen kleinen Rand hat. Genau. Oder ihr nehmt das ganz einfach als Nachtisch. Ja, aber wie gesagt, guckt mal, das ist ja wirklich mega einfach. Und wenn ein paar Männer, ein paar Papas das mit ihren Kindern für die Mamas machen, fände ich das schön. Was sagt ihr?